Ja, hallo meine lieben Freunde, und da sind wir wieder bei einem neuen epischen Part von Let's Play Minecraft. Ja, im letzten Part haben wir ja hier dieses Ding hier mal so ein bisschen abgehobelt, würde ich mal sagen. Und es war ja noch nicht ganz fertig, wo ich den Part aufgehört habe, aber ich habe das jetzt noch so ein bisschen weggemacht. Das war nicht mehr lange, das waren 5 Minuten, aber ich fand, das musste jetzt hier in diesem Part nicht mehr rein. Und da habe ich mir einfach gedacht, holze ich das mal kurz weg. Und da sind wir wieder unsere schönen Kühe, aber erstmal gehen wir ein bisschen schlafen, weil ich denke, das ist eindeutig wichtiger als hier so ein schöner Kack. Boah, yo, wo bist denn du? Ah, was bist du denn für ein Sniper? Boah, wie bist du denn drauf? Fängt ja schon mal richtig gut an. Boah, du bist richtig Camper, ne? So. So. Geh sterben, Dicker. Stirb. Stirb an deinen eigenen Krätze. So sieht's aus. Ach, da hinten ist noch eine Spinne. Ein schönes Hühnchen. Boah, das Teil Riesenaugen. Mein Gott, das macht mir richtig Angst. Das sind so richtig Psycho-Augen. Aber nein, Leute, das funktioniert schon. So, schön, bei chilliger Musik kann man doch nichts Besseres als schlafen. Yum, 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 som. Und dann sind wir wieder am Tag. Wunderschön, hier krepiert jetzt alles. Was mir total gut gefällt. Stirb. Cool. Sind jetzt alles schön gestorben. Ah, der Creeper da. Ich glaube, ich lock dich mal hier rein. Komm mal, Creeperle. Creeper, Creeper, Creeper. Komm mal zu mir. Komm mal zu mir. Leute, ich habe jetzt echt gedacht, der fällt da rein. Wow. Fuck you. Wo kam der denn her? Das wäre jetzt fies. Okay, da kannst du Bumm machen. Nein. Hm. Blödes Vieh, Alter. Wo kommt das scheiß Wasser her? Ach, das war das, was ich mal in irgendeinem Part davor mal weggemacht habe. Na, super Nummer. Jetzt können wir, bevor wir da oben mit dem Baum anfangen, können wir erstmal dieses scheiß Loch hier beseitigen. So ein Dreck. Aber ich müsste doch noch mehr Matsch da in irgendeiner Kiste haben, weil ich habe doch jede Menge da oben abgebaut. Ja. Das ist nämlich die Matschkiste, würde ich sagen. Da müssen wir uns auch erstmal so ein bisschen was bauen. Dann hört das nämlich auch auf. Hä? Was ist das denn für ein Fail? Das muss doch einfach weg sein. Schlimm. Ach, egal. Interessiert mich nicht. Wir bauen das jetzt erstmal alles weg. So, schön Klötzchen nach Klötzchen setzen. So. Ah, hier stöhnt irgendwas. Kühe, ihr sollt nicht so viel treiben. Also, es gibt wirklich Grenzen. Versteht mich, wie es meint. Ne? Boah, das hört sich total merkwürdig an. So, komm schon, zieh. Lol, warum ist das hier so? Achso, das stimmt ja. Ich wollte ja hier eine große Bude bauen. Das hier ist jetzt nur der schönere Eingang, damit man hier besser hochkommt. So muss das sein. So, achso, hier haben wir nur die Traps. Und dann müssen wir hier in den Kistenbunker. Das war Holz, das war Cobblestone. Dann, was war das? Hier war gar nichts. Und hier war Erde. Ja, Erde haben wir genug, würde ich mal sagen. Also, das hier ist die wertvolle Kiste, ne? Ja. Achso, mir ist gar nicht aufgefallen, dass dieses Texture Pack jetzt wieder normale Kisten hat, weil im letzten Part hatten wir ja diese Weihnachtsedition. Das fand ich eigentlich relativ geil von, ich weiß ja nicht, welcher Firma das gemacht wurde, aber ich fand es eigentlich relativ cool. Ach, wir können jetzt mal ein Steak essen. Das kommt jetzt gar nicht mal so schlecht. Auch Mist, wir brauchen noch ein halbes Leben, obwohl das ist auch nicht so schlimm. Das passt schon, Leute. So, ich hoffe jetzt mal, dass hier drunter nichts irgendwie was Unnötiges spawnt. Also spawnt. Wäre es unnötig. Ach, hier die Lava können wir jetzt eigentlich auch mal wegmachen. So, die da können wir noch lassen. Das wird dann vielleicht unser Lavabecken. Vielleicht können wir das so als Leuchtturm oder sowas aufbauen. Ich habe jetzt keinen Plan, warum ich so viel Erde mitgenommen habe. Auf jeden Fall brauche ich die da oben eh nicht. Aber ich würde mal sagen, die 64 Erde, die wir da haben, nehmen wir schon noch mit. Aber jetzt brauchen wir erstmal jede Menge Holz, damit wir da uns sowas Schönes bauen können, ne, Leute? So muss das sein. So, okay. So, jetzt bauen wir uns da oben ein schönes Haus. Nehmen uns hier ganzes Zeug mit. So, am besten auch noch symmetrisch. Vielleicht noch irgendwelche Fackeln, aber die haben wir ja. Hier gibt's. Ah, wir haben ja noch mehr Eisen. Cool. Wie viel Eisen haben wir jetzt eigentlich? Ich habe keinen Plan. Eine Eisenrüstung haben wir nicht, glaube ich. Nee. Ach, lass ich auch dabei. Die coole Lederhose und die coolen Lederschuhe, die müssen da einfach dabei bleiben. Das finde ich alles in Ordnung und das kann alles so bleiben. Haben wir vielleicht noch Sand? Weil sonst müsste ich da bald wieder losziehen, um wieder irgendwas zu holen. Wir haben noch 8 Sand, den können wir schon mal verbraten, würde ich sagen. Obwohl, ist hier vielleicht noch was drin? Nee, schade, oder? Nee, haben wir nur jede Menge Knochen. Mit Knochenmehl können wir uns eigentlich einen Garten anpflanzen. Ach, stimmt ja, da ist ja unsere Baumzucht, würde ich es mal nennen. Müssen wir auch noch ein bisschen planieren, damit hier ein bisschen professioneller wird. Und hier geht man ja ganz stylistisch hoch, was überhaupt gar keinen Sinn macht. Aber naja, Leute, ich würde jetzt erstmal sagen, dass wir hier uns ein riesiges Haus bauen. Hier ist auf jeden Fall noch ein wenig Kohle. Warum Eisenspitzhacke? Ach, wir haben eh so viel Eisen. Das ist egal. Wir müssen eh mal bald in die Mine. Ich habe Bock auf Diamanten. Ich habe richtig heiß Hunger auf Diamanten. Also das muss richtig sein. Dann wird ein schönes Diamantschwert und dann müssen wir gucken, dass wir Bücher verzaubert kriegen. Aber dafür brauchen wir dann auch erstmal eine Monster-Spawner. Also wir haben hier in den nächsten paar Parts, beziehungsweise in den paar 10. Parts, keine Ahnung, eigentlich in den nächsten 100 Parts. Mir gehen eh bei Minecraft relativ schnell die Ideen aus. Aber irgendwie brodelt mein Hirn in letzter Zeit ein wenig auf Hochtouren, würde ich mal sagen.
So muss das auf jeden Fall sein. Den Boden können wir ja so lassen. Da müssen wir ja noch nichts Besonderes bauen. Wir müssen jetzt erstmal irgendwie hinkriegen, dass wir hier etwas Schönes hinkriegen. Das hört sich jetzt total merkwürdig an. Was gerade lassen? Was rede ich eigentlich für eine Scheiße? Ja. Heute ist ein wenig merkwürdig. Ich bin ein wenig verpeilt und irgendwie fehlt mir die Musik. Musik! Mann, das ist unheimlich. Ah, das hört sich so böse an. Komm schon, ich will irgendwas Dubstepiges. Ah, noch schlimmer. Ach, egal. Lassen wir es einfach mal dabei. So, damit wir doch noch rundlaufen können. Oder machen wir da vielleicht noch ein bisschen weiter? Müssen wir vielleicht hier dann einfach noch so ein bisschen so schöner machen, weil da können wir nämlich hier jetzt so ein bisschen lang ziehen. So. Und das, wenn dann hier ist, dann kommt hier so ein bisschen, würde ich so machen. So. Also die Türen und sowas lasse ich jetzt noch alles außen vor. So ist das eigentlich, wie viel ist das? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. So, weil, das wollte ich doch hier noch gar nicht. Warum habe ich mir jetzt keine Axt mitgenommen? Ach, ich bin so blöd. Egal, wie lang muss das hier sein? Was ist? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, machen wir noch bis hier, würde ich sagen. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Immer gerade, weil das ist schöner. Gibt zwar keine Mitte in dem Raum, aber den kann man ja dann noch zusätzlich dazu machen. Ach, wir haben eh so viel Holz, das interessiert keinen. Was müssen wir denn hier jetzt noch Schönes machen? Ich würde sagen, dass wir das hier so relativ... Wie machen wir denn hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Machen wir hier eins hin und dann ziehen wir ab hier bis hier ziehen wir durch. Sind es nämlich auch 8, dann ist, kann man auch schöne Sachen reinbauen. Ja, hier müssen wir jetzt noch irgendwie was anderes spekulieren, irgendwas anderes machen. Dann müssen wir auf jeden Fall, in welcher Größe unser Haus in etwa lebt und es sich befindet. Weil hier, dann könnten wir auch theoretisch, weil ich weiß ja, dass hier drunter der Eingang zur Mine ist, da könnten wir das auch irgendwann mal miteinander verbinden. Weil sonst macht das herzlich wenig Sinn. Vielleicht können wir hier, obwohl hier kann man eine schöne Dachterrasse rausbauen, würde ich sagen. Das kann nicht ganz schön werden. Wie lang ist jetzt das hier? Ist kein Plan. Das sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Genau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Das gefällt mir. Wie lang machen wir das hier? Auch irgendwie gerade, oder? Das hier ist... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Haben wir auch 14, oder? 1, 2, 3, okay. 1, 2, 3, 4, okay, geil. Hier drin zählt eh viel mehr. 1, 2, 3, 4. Genau. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14. Was denn? Genau. Sind das nämlich insgesamt 16, so. Machen wir noch ein bisschen Erde hin. Boah, die Musik ist mir einfach viel zu tragödisch. Das muss einfach schön sein, so richtig schön, genau so. Coole Musik halt. Hammergeil. Ja, auf jeden Fall ist das hier jetzt schon mal unser Grundriss, würde ich sagen. Ja, und jetzt bauen wir erstmal hier so ein paar schöne Sachen rein. Beziehungsweise wir müssen es jetzt erstmal aufstocken. So, machen wir 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Hey. Aber so und so. 3, 4. Ist hier 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hey. Es muss ja alles schön sein. Ich glaube zwar eh, dass das im Endeffekt nicht ganz symmetrisch wird, aber naja. Es muss cool werden. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fail. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, 1, 2, 3, 1, 2, 3. So, jetzt sind wir hier auf der anderen Seite exakt. Wie soll man das am besten machen? Oder wir gehen hier nicht ganz so nah, sondern dass wir hier dann immer nur 4 Stück nehmen. Dann haben wir hier 4, 4. Ich wette eh mit euch, dass das überhaupt nicht symmetrisch wird. Aber naja, ist ja total egal. Hier kann man dann hier so schön rausgucken. Dann ist das hier 1, 2, 3. Dann machen wir das auch hier zu 4. Das ist nämlich zu da hinten ein wenig symmetrischer. Weil eigentlich ist es ja symmetrisch, dieses Zeug. Müssen wir hier anfangen, würde ich sagen. Ja, genau. So. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie lange das hier dauert und wie viele Parts ich hierfür brauchen werde. Auf jeden Fall wird das 5 Stück. 1, 2, 3, 4, 5. Dann
Zwei Stück. 1, 2. 1, 2. Machen wir hier zwei Stück. Damit hier hinten zur Ecke, weil die Ecke ist ja ein wenig versetzt, würde ich sagen. Ist sie auch. Stimmt ja auch. 1, 2, 1, 2. Was gibt's hier hinten? Obwohl, das sieht dann scheiße aus. Warte mal. Dann können wir hier die Ecke zumachen. Obwohl, dann können wir hier nicht in den schönen Wald reingucken. Blöd. Richtig scheiße. Was gibt's denn hier Schönes? Gibt's hier... Achso, hier gibt's eh so eine richtig schöne Landschaft. Dann lassen wir das hier einfach komplett offen, würde ich sagen. Sieht dann eh viel schöner aus. So. Komm schon, das muss doch schneller gehen. Boah, warum habe ich mir keine Axt mitgenommen? Obwohl, ich könnte mir jetzt eine bauen, aber dafür bin ich jetzt viel zu faul. Wo ich wurde doch im letzten Part wieder in die Mine, oder? Ach, egal, wir bauen jetzt hier einfach so ein bisschen am Haus rum und dann... So, dass man halbwegs drin leben kann. Und dann verfrachte ich so... Obwohl, ich kann eigentlich unten alles lassen, dann ist das so unser Ausganghaus. Boah, Sonne, nicht untergehen, das ist scheiße. Ich mag dich nicht, wenn du untergehst. Ja, ab hier wird's hässlich. Die Bäume hier müssen wir dann abholzen. Obwohl, wir könnten ja dann theoretisch... Was gibt's denn hier? Gibt's hier irgendwas Symmetrisches? Nö. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. So. Dann könnten wir ja... Warte, bis hier ist... 4. Dann könnten wir... Wie viel ist das? Das sind 6, ne? Dann zwiebeln wir hier noch 2 weg. So. Schön. Komm, was kommt jetzt für Musik? Ne, die gefällt mir nicht. Das ist Buschtrommel. So, dann machen wir das hier noch komplett weg. Hier so. Fail. Das hört sich an wie Assassin's Creed 3.0. So. Was ist das? Hab ich... Puh. Hören wir uns mal an. Ja, aber hier brauchen wir noch ein paar Fäckelchen drauf, weil sonst kommen hier gleich so böse Monster und dann wollen die uns töten, während wir bauen. Mir eh ein episches Eisenschwert, damit werden wir eh alles wegmetzeln, würde ich sagen. So, und dann wird das hier unsere riesige Glaswand, weil wir da eh so richtig schön gucken können. Können wir hier auch noch gucken. Ja, genau. So, ist nur blöd zum Ausleuchten. Ach, vielleicht machen wir den Glowstone einfach auf dem Boden, das müsste ja auch funktionieren. So, und jetzt kommen wir hierzu. Also hier ist ja auf jeden Fall der Ausgang, beziehungsweise der Eingang eher. So, machen wir den hier und hier. So, schön, da unten unsere Kühen geht's immer noch gut. Aber dem Skeletter, das gefällt mir nicht. Und dieses Zombie und hier ist irgendwie alles am Belagern. Nicht schön, ach egal, wir schaffen das schon, Leute. Wir werden das durchstehen. Wir werden das gemeinsam durchstehen und überleben. Ja, wie machen wir das denn jetzt hier am besten? Wie ist das? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dann machen wir zwei Fenster. So, Fenster, Fenster, Fenster. 2, 3, 4. Ja, es ist eh nicht symmetrisch, ne? Weil hier ist eigentlich auch ein relativ schöner Ausguck. Wie ist das da? 2, 4, 6. 2, 4, 6. So. Hier ist nichts. Hier geht es nur weiter. Und das ist nicht schön. 1, 2, 3, 4. So, dann gibt es hier auch ein Doppelfenster, würde ich sagen. Genau, 1, 2, 3, 4. So, dann gibt es hier eine große Ecke. 1, 2, 3, 4. Jetzt 1, 2. Wo hier der Busch ist eigentlich ganz schön. Da kann man hier. Genau, dann mache ich hier 1, 2, 3, 4. So. Da kann man dann nämlich dann überall Fenster zwischenbeppen. Jetzt weiß ich nur, dass ich das hier dann jetzt alles nochmal noch eine Etage, beziehungsweise ich weiß nicht, mache ich lieber zwei Etagen? Es wird cooler, wenn das so riesige Fenster sind, aber das ist halt extrem viel Holz, die wir verschwenden. Ach, wir haben eh so viel elendig Holz. Da können wir so viel verschwenden, wie wir wollen. Das ist echt... Oh, fail. So, jetzt habe ich das nur mit einem. Ach, egal, machen wir erstmal mit einem. Wenn wir danach noch ausbauen wollen, dann können wir das ja danach auch noch machen. So, machen wir das so schön. Ich höre eine Spinne. Das gefällt mir gar nicht. Wenn ihr mich fragt, das gefällt mir gar nicht. Ich mag Spinnis nicht. Genau wie ein Isaac. Die mag ich. Ich hasse einfach Spinnen. Ich weiß nicht warum. Die haben irgendwie 8 Beine und das ist irgendwie unmenschlich. Ja, das ist mein... Wow. Nicht Bumm machen, ne? Nein! Blödes Vieh. Wow. Du gehst aber weg. Nein! Oh, scheiß Vieh. Mann, und jetzt habe ich hier das ganze Holz verloren. Die Erde ist mir eigentlich viel schade hier rum. Mein Gott, und dann habe ich das hier jetzt nicht mehr alles symmetrisch. Das ist echt nicht schön. Boah, jetzt, okay, jetzt habe ich einen Hals. Boah, das geht mir echt auf den Sack. Das ist echt nicht mehr lustig. Wie habe ich das denn jetzt hier gemacht?
So. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, bam, bam. Bam, 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 bam. Ach, ich muss hier eh bam, 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 bam. So. Dann hier, so. 1, 2, 3. Ach, nee, so ein Kack. Mann, aber warum muss dann ausgerechnet der Creeper da kommen? Warum können die nicht von woanders kommen? Haben die mich aus der Ferne bestimmt gesehen, hier, das ganze Leuchtfeuer, was ich hier gemacht habe. Schlimm, schlimm. Kommt alles aus dem Busch hier. Dann haben wir so richtig schöne Wildnis vor der Tür, würde ich sagen. Ich muss uns eh noch hier eine schönere Sicht bauen, damit wir hier alles viel besser sehen. Ah, da hüpft eine Kuh dadurch. Cool. Das hier ist die schöne Glasfront. Eh. Ihr kommt hier nicht rein. Du kommst hier nicht durch. Haha. Oh, fail. Doch, ist richtig. So, du kommst hier eh nicht durch. Gib's auf. Ich bin schneller am Bauen, als du laufen kannst. Ah, jetzt bist du abgestürzt. Ha. So, bam. Jetzt könnt ihr mir nichts mehr machen hier, hä? Jetzt können wir nur noch Spinnies hier was machen. Weil das sieht doch halbwegs schön aus, würde ich mal sagen. Das ist jetzt unser offizielles Hausprovisorium. Ja, so muss das werden. Und dann kommt hier so eine schöne Eingang. Und dann so, das wird einfach episch, Leute. Das wird einfach richtig episch. Ich brauche jetzt erstmal... Ich brauche hier was. Ja, ich habe eine Spinne gehört. Die kommt bestimmt gleich und will mich fressen. Mich töten und zerstückeln. Dede. Ja, ja. Episches Lied. Das erinnert mich aber irgendwie an andere Dinge, bin ich ganz ehrlich. So, obwohl es bringt eigentlich gar nichts, hier Holztüren reinzubringen. Ach, egal. Als Provisorium kann man jetzt mal Holztüren reinmachen, bis die Zombies eh raffen, dass ich hier wohne. Dann. Obwohl, hier könnten sie eigentlich auch drin rumlaufen. Das wäre eigentlich vollkommen. Egal, ich habe einen Creeper gehört. Das wäre eklig. So. Dum, 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 dum. Obwohl, das ist scheiße, wenn hier die Tür ist. Weil da muss ja dann noch ein Holzklotz rein. Mist. Blöd geplant. Ach, egal. Wir könnten die Tür eigentlich noch einfach noch zwei nach da verschieben. Dann hätten wir hier aber ein blödes... Mit denen die eine Tür dahin. Dann müssen wir hier noch eins weghacken. Warum hacke ich eigentlich mit Erde? Wie sinnvoll. Naja. Meine Erde. Meine Erde. Nee, das ist mein Holz. Mein Holz. Mein Holz. Mein Holz. So. Das müsste dann aber eigentlich klappen, weil wenn wir dann... Warte, wenn wir hier die Tür... Nee, hier die Tür hinmachen, dann kommt hier ein Holz. Warum habe ich die ganze... Warum mache ich das ganze Holz hier weg? Merkwürdig. Hör auf zu kotzen, Digga. Das brauche ich jetzt nicht. So, dann kommt hier das hin. Ja, genau, das müsste passen. Komm, mach hinne. Komm, zieh. Schön. So. Jetzt mache ich dich nur kurz weg. Komm, schneller. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Düdüdü. So, cool, cool. So, und so. Dann haben wir hier eine schöne Tür. So, und jetzt können wir uns noch hier raus aus diesen ganzen Restviechern noch zwei Druckplatten machen. Damit das hier auch immer von alleine wieder zugeht, wenn wir hier durchgehen. Ja, genau, so muss das sein. So ist das doch schön, würde ich sagen. Dann haben wir hier, müssen wir hier nur ein bisschen Glas abbauen, beziehungsweise Sand. Und dann müsste das ja eigentlich funktionieren, würde ich sagen. So, schön. Gehen wir jetzt wieder hier runter. Ah, Spinni, 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 Spinni. Ach, cool. Ah, Spinni. Spinni! Spinni! Spinni, scheiß Spinni, scheiß Spinni. Warum treffen die scheiß Viecher mich immer? Weil ist ja genau das Gleiche. Na, du blödes Zombie, ich such dich heim. Hallo Zombie, wie geht's dir? Hallo, Kaffeeklatsch, na? Machst merkwürdige Geräusche, wenn ich dich haue. Mach so, jetzt zu weh, WTF, was ist das? Da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Aufstehen. Nö, habe ich keinen Bock drauf. Episch, episch, wir sind in der Nacht und wir werden alle sterben. Nein, eigentlich nicht. So. Aha. Tragödische Musik. Woher haben wir die Kohle? Ach stimmt, die haben wir ja oben abgepflanzt. So. Genau, da. Ach, Glas haben wir jetzt. Schön, haben wir nicht noch mehr Sand? Wir müssen doch noch irgendeinen Sand oder sowas abgebaut haben. Ach, oh, hier sind die ganzen Schaufeln und da ist die Eisenaxt. Ah, hier, das können wir jetzt mal alles wieder zurückmachen, weil wir müssen ja auch irgendwann mal, müssen wir Treppchen bzw. uns ein Dach bauen, aber das kann auch warten, Leute, wir haben Zeit. Ja, hier die 8 Glas brauchen wir aber eigentlich auch noch nicht. Da machen wir mal hier das ganze Glas und die ganzen Utensilien, die man so alles braucht oder unter anderem auch nicht braucht. Das ist ja unsere wichtige Kiste. Ja, wir brauchen erstmal wieder jede Menge Holz, würde ich sagen. Ja, Holz brauchen wir. Was brauchen wir denn noch? Wir haben Fäden. Ja, Holz und wir brauchen ein paar Schaufeln.
Genau, Spinnenauge. Wo machen wir denn die unnötigen Utensilien rein? Die richtig unnötigen Utensilien. Dafür habe ich eigentlich noch gar keine Kiste. Doch, 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 habe ich. Habe ich. Hier oben, hier oben, hier oben. Ah, ich habe sie gefunden. Hier unnötigen Utensilien. So. Apfel kann man essen. Die Erde braucht man immer. Pfeile können da auch rein. Also wir können uns theoretisch langsam mal einen Bogen oder sowas bauen. Pilz haben wir auch. Theoretisch können wir auch irgendwann mal was zaubern. Aber naja, Leute. Ich denke, im nächsten Park hacken wir ein wenig Holz und suchen nach epischem Sand. Und ja, ich denke, das war's dann mal wieder für diesen Part. Und, ja, Leute. Haut rein. Und schaltet demnächst wieder ein, wenn es wieder heißt Tobi, GOP, Minecraft. Und bis dann. Ciao.